Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Nah dran, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Haben Sie sich vielleicht in der vergangenen Zeit mal auf dem Wohnungsmarkt umgesehen? Viele von uns suchen ja nach einer bezahlbaren Wohnung, die auch noch irgendwie schön ist, aber leider gibt es davon nicht viele. Aber warum ist Wohnen eigentlich so teuer und was können Bund und Freistaat tun, um diese Entwicklung zu stoppen? Das ist heute unser Thema und dazu begrüße ich meinen Gast, Hans Friedel. Er ist Wohn- und baupolitischer Sprecher der Freien Wähler in Bayern. Ja. Hallo, ist gut. Schön, dass Sie da sind. Lassen Sie uns sofort mal über eine Annonce reden, die ich im Internet gesehen habe und die auch ziemlich berühmt geworden ist. In München-Bogenhausen. Eine Wohnung steht da im Angebot zur Miete, normale Ausstattung, keine 90 Quadratmeter groß und jetzt kommt's, Kaltmiete, 2630 Euro. Ich bin fast in Ohnmacht gefallen. Ist das nicht unverschämt? Ja. In Artikel 106 der Bayerischen Verfassung steht, jeder Bewohner Bayerns hat Anspruch auf eine angemessene Wohnung. Ja, Bayern ist jetzt einmal groß. Bayern ist nicht nur München. Bayern ist nicht nur Grünwald und Bayern ist nicht nur Bogenhausen. Also ich komme selber aus der Immobilienbranche. Ich weiß, dass die Preise gerade in München explodiert sind. Die letzten Jahrzehnte ist dann die immer schon, hat es nur einen Weg gegeben, der ist immer kontinuierlich nach oben gegangen. Aber es liegt auch daran, dass gerade auch sehr viele Weltfirmen sich in München angesiedelt haben und somit eben auch Mitarbeiter angeworben haben, die hohe Verdienste haben, hohe Einkommen haben und die können sich eben auch dann die teuren Wohnungen leisten. Ist sicher nicht im Sinne von uns Landespolitiker und auch nicht im Sinne von Stadtpolitikern, dass gerade Menschen nach außen gedrängt werden, aus München rausgedrängt werden, die wir alle brauchen. Sei es bei der Polizei, sei es bei Pflegepersonal, Krankenhäusern und so weiter und so fort. Also da müssen wir auf alle Fälle von unserer Seite gegensteuern und das hat auch der Oberbürgermeister von München auch erkannt. Jetzt gibt es eine Statistik, die besagt, dass jeder siebte Haushalt 40% des verfügbaren Einkommens fürs Wohnen ausgibt. Das ist schon wirklich viel. Warum ist Wohnen eigentlich so teuer? Wohnen ist in den vergangenen Jahren, da haben wir verschiedene Krisen gehabt. Zuerst die Corona-Krise, dann haben wir jetzt die Ukraine-Krise. Wohnen ist in den vergangenen Jahren, hat es auch nur einen Weg nach oben gegeben, immer teurer geworden. Die Baukosten sind explodiert, die Baukosten sind nach oben gegangen und das wurde aber einigermaßen kompensiert, sodass sich das private Bauherren auch noch bauen haben leisten können, weil einfach die Zinsen unten waren. So war ja fast Nullzinspolitik. Die Baukosten sind zwar nach oben, die Zinsen unten. So, und jetzt wird es die große Herausforderung, die Baukosten bleiben oben und jetzt steigen die Zinsen. Also so wird das Wohnen laufend teurer etc. Welche Möglichkeiten sehen Sie denn, damit Wohnraum wieder bezahlbar wird? Eine Möglichkeit ist, das haben wir unter Corona gesehen, gerade mit viel Homeoffice oder mehr Homeoffice, dass die Menschen von zu Hause aus arbeiten können. Da ist natürlich Voraussetzung, gute Breitbandanschlüsse zu Hause, dass man von zu Hause aus eben im Homeoffice arbeiten kann. Und dann sehe ich die Möglichkeit, und da haben wir auch schon einen Dringlichkeitsantrag gestellt vor 2 Jahren, dass, und jetzt ist auch die Frau Bundesbauministerin Gleiwitz draufgekommen, vor 2 Wochen, dass wir die Umnutzung von Büros in Wohnungen, dass man die erleichtern sollte. Und da sind natürlich auch die Kommunen gefordert, sind die Länder gefordert, dass sie dementsprechend auch die Bauordnungen anpassen, die Baunutzungsverordnungen dementsprechend anpassen. Aber wir Freie Wähler haben das vor 2 Jahren schon erkannt, dass da die Chance drin besteht, wenn Büroräume frei werden in der Stadt, dass man da nach Möglichkeiten sucht, dass man da eben Wohnraum draus schafft. Wo Sie das gerade sagen, fällt mir auf, wenn ich spazieren gehe, so durch gewisse Gegenden in München, ganz viele Büroräume einfach leer. Ja. Die werden ja gar nicht genutzt. Ja. Das ist doch super schade. Ja, genau. Deswegen wäre das praktisch. Und nachdem ich ja im Bayerischen Landtag
drei, vier Mal in der Woche reinfahre. Von draußen, ich komme von Fürstenfeldbrucker Landkreis draußen nach München reinfahre. Fahre ja auch an Gewerbe- und an Bürokomplexen vorbei. Und dann sehe ich mal, so wie Sie ja beobachten, dass eben schon ziemlich was leer steht. Und das sollte man halt so umnutzen. Und ich denke, da so könnte man auf einfache Weise könnte man da dann auch Wohnraum schaffen. Wir haben jetzt auch fraktionsübergreifend im Bayerischen Landtag, im Bau- und Verkehrsausschuss beschlossen, dass wir uns stark machen wollen für einen Gebäudetyp Klasse E. Das heißt, nicht E wie einfach, aber sondern effizient. Dass man die Standards, die man immer mehr aufgebläht hat, die ganzen Normen, die man mehr aufgebläht hat, dass man die wieder ein bisschen runterschraubt auf das Nötigste, was unbedingt sein muss. Brandschutz muss sein, aber ob eben auch der Schallschutz so gestaltet sein muss, wie er jetzt momentan ist und immer wieder weiter verschärft wird, darüber muss man sich Gedanken machen und deswegen wollen wir auch einen Gebäudetyp E einführen. Ich merke schon, Sie wollen einiges in Gang setzen, Herr Friede. Wenn ich Sie mal zitieren darf, Sie haben mal gesagt, um den Wohnungsmangel zu bekämpfen, müssen wir bauen, bauen, bauen. Wie kann man das umsetzen? Was können Staat und Kommunen denn überhaupt tun? Bauen, 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 das ist der eine Weg, dass man mehr Wohnraum schaffen kann. Dazu braucht man aber auch Genehmigungsverfahren, die schneller abgewickelt werden. Dazu haben wir auch die Bayerische Bauordnung geändert. Wir haben das ausgeweitet, dass mehr Bauaufsichtsbehörden, immer mehr Bauaufsichtsbehörden, sprich Landratsämter, digitale Genehmigungsverfahren einführen, sodass innerhalb von 2-3 Monaten, so stellen wir uns mir das vor, im Rahmen einer Genehmigungsfiktion die Bauanträge genehmigt werden können oder sogar müssen dann mit der Genehmigungsfiktion und so die Bauherren fest damit rechnen können, dass wenn sie heute einen Bauantrag einreichen, dass sie in 3 Monaten dann mit dem Bau beginnen können, dass sie praktisch im Vorfeld schon einmal mit dem Bauunternehmer sprechen können und so, denke ich, können wir wesentlich schneller mehr Wohnraum schaffen bei uns. Auch da wieder mit den bürokratischen Hürden, ne? Ja. Dass man da irgendwie genau. Was machen kann. Ja. Lassen Sie uns mal über den investorengebundenen Wohnungsbau reden. Wie kann der wieder attraktiver gemacht werden? Ja, da gibt es auch verschiedene Ansätze von uns. Was ganz wichtig wäre, dass man einfach mehr leichter an Grundstücke kommt. Ich höre das immer wieder, wenn ich bei den Verbänden, bei den Wohnungsbauverbänden draußen bin oder bei den freien Wohnungsunternehmern bin, bei Podiumsdiskussionen, bei Gesprächen bin, dass sie einfach die Probleme haben, dass sie, wie sie schneller an Grundstücke kommen. Um schneller an Grundstücke zu kommen, wäre es wichtig, dass man eben auch Grundstücke, die im Betriebsvermögen sind, sind auf der einen Seite sehr oft die Landwirte, die die Grundstücke in einem Betriebsvermögen haben, dass die wieder, wenn sie es aus dem Betriebsvermögen entnehmen, dass dafür keine Steuern anfallen, keine Entnahmesteuern anfallen, wenn sie wieder in Mietwohnungsbau investieren. Somit, denke ich, ist allen geholfen. Den Landwirten, die sagen, naja, ich stelle das gern zur Verfügung, ich will Wohnungen bauen, die ich dann vermieten kann, aber ich will von dem ganzen Kuchen, wenn so was mein Grundstück ausmacht, von dem ganzen Kuchen will ich nicht, dass bloß so ein kleines Stück dann übrig bleibt, sondern es soll dann auch, ich habe die Grundstücke übernommen von meiner Familie, von meinen Generationen vorher, dann will ich auch meinen Kindern wieder was weitergeben und nicht, mein Großvater hat immer gesagt, Buh, verkaufen tust du nur einmal. So, und so will man halt einfach auch eine Wertschöpfung sehen und so sehe ich jetzt eine Möglichkeit. Eine weitere Möglichkeit sehe ich für Erleichterungen beim Wohnungsbau eben auch, dass man die Grunderwerbsteuer für die erste selbstgenutzte Wohneinheit, sei es jetzt Wohnungen, sei es jetzt ein Haus, dass man die von der Grunderwerbsteuer freistellt. Finde ich gut. Das ist nämlich auch ziemlich nervig, ja. Habe ich dann tatsächlich auch festgestellt. Lassen Sie uns. Es müsste auch im Interesse von den anderen Bundesländern sein. Wir sind ja in Bayern
haben wir eine Grunderwerbsteuer von 3,5%, aber es gibt in andere Bundesländer, die haben 6,5% Grunderwerbsteuer. Und das ist natürlich dann schon auch eine zusätzliche Hürde für einen Bauherrn, für eine Familie, die sich was schaffen will. Und wir wollen ja, dass möglichst viele glücklich sind, oder, mit ihrem Eigenheim. Lassen Sie uns unseren Bundeswirtschaftsminister Habeck mal anschauen. Der hat uns doch etwas erstaunt, indem er gesagt hat, Öl- und Gasheizungen sollen abgeschafft werden. Wie sehen Sie das? Ja, das war wieder mal so ein Schnellschuss. Die Schnellschüsse sind wir ja gewohnt jetzt mittlerweile von der Ampel. Aber das trifft natürlich die Eigentümer von Häusern, von Wohnungen, trifft es immer, solche Schnellschüsse immer voll ins Mark. Das geht auch gar nicht von heute auf morgen, weil wie soll das funktionieren? Keine Gas- und Ölheizungen mehr. Und mit was sollen die Menschen dann draußen ihre Häuser und Wohnungen heizen? Zum anderen, ich habe selber eine Wärmepumpe. Der zielt ja voll ab, der Herr Habeck, auf Wärmepumpen. Ich habe eine Wärmepumpe bei mir im Haus zur vollsten Zufriedenheit seit über 20 Jahren. Läuft die bei uns gut im Haus. Aber erstens bringen wir auf die Masse an Wärmepumpen in der Kürze der Zeit gar nicht her, wie sich das der Minister Habeck vorstellt, jetzt ab 2024. Und dann, bitteschön, wo nehmen wir die ganzen Handwerker her? Die Handwerkerschaft sagt zu mir, wir bräuchten 60.000 zusätzliche Installateure, damit wir das umsetzen können. Ein Ding der Möglichkeit. Wow, okay. Das werden wir sehen, wie sich das noch entwickelt. Lassen Sie uns mal über diesen energetischen Sanierungszwang, was für ein Wort überhaupt, reden, der ja geplant ist von der EU. Was halten Sie davon? Ja, Frau Bommel-Schneider, Sie sprechen halt mehrere Punkte an, wo wir Freie Wähler eigentlich schon vorangegangen sind mit Anträgen, mit Dringlichkeitsanträgen, die auch im Plenum vorgestellt haben und im Plenum unterbreitet haben. Gut, wir sind in der Regierungskoalition mit der CSU. Wir haben den Antrag haben wir auch auf den Weg gebracht. Vor 2 Jahren haben wir gesagt, wir müssen da dagegen vorgehen. Der Bundesrat in Berlin muss da dagegen vorgehen, was da aus Brüssel kommt mit dem Gebäudeenergiesanierungszwang. Mhm. Ja, das ist aber jetzt erst seit vor 2 Wochen hat das jetzt wieder aufgeschlagen draußen. Dann muss ich sagen, dauert der Postweg von München nach Berlin 2 Jahre. Oder öffnen die in Berlin die Briefkästen, wo die Post aus Bayern kommt, auch nur alle 2 Jahre. Also irgendwas läuft da nicht in Berlin richtig. Oder aber sie sagen generell, das, was aus Bayern kommt, das ist uns wurscht. Das glaube ich nicht, weil einiges von Ihnen ja dann doch umgesetzt wird oder in Planung ist. Mit der zeitlichen Verzögerung. Ja, genau. Ich glaube, es liegt nicht an der Post. Bleiben wir mal bei Berlin. Sie haben ja auch Forderungen an Berlin gestellt, was die Ersteigentümer betrifft. Was ist da ganz konkret im Gepäck, was Sie Richtung Berlin richten? Ja, aber die Ersteigentümer ist uns wichtig, was ich schon gesagt habe, Grunderwerbsteuerfreiheit für die erste selbstgenutzte Immobilie. Und was uns ganz wichtiger ist, von der Seite der Freien Wähler, aber auch von unserem Koalitionspartner, dass die Abschreibungsmöglichkeiten für das selbstgenutzte Wohneigentum, dass die wieder eingeführt werden. Das hat es ja alles schon gegeben. Wir haben einmal den Paragraph 7b wo die eigene Immobilie abgeschrieben werden hat können. Dann hat man das sukzessive immer weiter abgebaut. Dann ist das, hat es dann in 10e gegeben, also wieder mit Abstrichen. Und dann später ist der 10e wieder abgeschafft worden. Dann ist die Eigenheimzulage eingeführt worden. Und die Eigenheimzulage ist dann auch wieder abgeschafft worden. Und ich muss sagen, genau diese Schritte, 7b, 10e, dann Eigenheimzulage, die sind dann immer abgeschafft worden, wenn es eine große Koalition in Berlin gegeben hat. Also immer, wenn eine SPD-Regierung mit dabei war.
Und nachdem zuletzt dann die Eigenheimzulage abgeschafft worden ist, hat Bayern das selber in die Hand genommen und hat dann eine bayerische Eigenheimzulage eingeführt, die man aber auch dann eben nur zeitlich befristet hatte. Unser Ansinnen und hauptsächlich auch mein Ansinnen als wohnungsbaupolitischer Sprecher unserer Landtagsfraktion wäre mir wichtig gewesen, dass wir die Eigenheimzulage weiterführen. Es hat ja verschiedene Anträge gegeben, aber vom Finanzministerium und auch vom Bauministerium wurde das abgelehnt, weil einfach das Geld fehlt. So. Aber nachdem wir jetzt sehen, wir brauchen Wohnungen, wir brauchen Wohnraum. Von Berlin, der Bundesbauministerin Gleiwitz, sind 400.000 Wohnungen angekündigt worden, davon 100.000 öffentlich geförderte. Da hört man mittlerweile gar nichts mehr, weil sie genau weiß, dass das Ziel nicht erreichen kann. So, und wenn aber Berlin das nicht kann, dass wir mehr Wohnraum zur Verfügung stellen, dann haben wir gesagt, dann müssen wir das in Bayern, soweit es geht, soweit auch unsere finanziellen Mittel, wir haben bei Weitem ja nicht die Mittel wie der Bundeshaushalt, aber soweit es geht, dass wir das selber in die Hand nehmen und entsprechende Wohnungsbauförderung nach außen bringen. Und mein Ansatz, und mir wäre das wichtiger, gerade in der nächsten Legislaturperiode, wenn ich dabei sein darf wieder, dass meine Wohneigentumsmilliarde in Bayern aufsetzen. Da haben Sie einiges auf dem Plan, Herr Friedel. Ja. Lassen Sie uns zum Schluss noch über die Abschaffung der Erbschaft und Schenkungssteuer sprechen. Ihre Fraktion ist ja dafür. Ja. Die Erbschaftssteuer ist in unseren Augen eine Neidsteuer. Wir haben in Bayern eine Wohneigentumsquote von 51%. Im Bund haben wir 46%. Also sind wir in Bayern zwar schon besser, aber wir müssen noch besser werden. Und wir Freie Wähler, wir haben uns auf unsere Fahnen geheftet und das schon seit vielen Jahren, seitdem wir da mit dem Bayerischen Landtag sind. Wir wollen Eigentum schützen und, Sie haben es vorher schon gemerkt, in meinen Aussagen vorher, Eigentum fördern. Und die Erbschaftssteuer, das ist nicht nur eine Belastung für die jeweiligen Erben oder diejenigen, die was zu vererben haben, zu Lebzeiten vererben wollen und dann nicht bloß für die Erben, sondern eben auch für die Mieter. Und das wird sehr oft leider übersehen. Sehr oft wird die Erbschaftssteuer so gesehen, naja, die haben ja einen Haufen zu vererben. Da können sie auch eine Steuer bezahlen. Sagt der eine oder andere, ich hätte auch ganz gern, wenn ich was zu vererben hätte oder was erben würde, dann würde ich gern die Erbschaftssteuer bezahlen. So, aber das ist zu kurz gesprungen, weil sehr viele, gerade im Münchner Bereich, wir wollen nicht die Erben von 300 Wohnungen schützen, weil die sind sowieso erbschaftssteuerfrei. Das wissen die allerwenigsten draußen, dass Immobilienbesitz von 300 Wohnungen, dass das erbschaftssteuerfrei übergeben werden kann. Nein, wir wollen die kleinen Vermieter, die Wohnungen oder Gebäudekomplexe haben, mit 3, 5 oder 8 Wohnungen haben, die wollen wir schützen. Dass das im Familienbesitz bleiben kann, weil sehr oft, und das erlebt man in München, und das hat jetzt auch der Münchner Obier, der ja der SPD angehört, ja selber erkannt, dass die Gefahr besteht, dass immer mehr Investoren dann sich dann die Objekte schnappen, da wo die Erbschaftssteuer nicht bezahlt werden kann, sehr oft auch ausländische Investoren, weil da braucht man nur in das Grundbuch in Stadt München schauen, was für Eigentümerwechsel das da stattfinden, dass auch sehr viele ausländische Investoren einsteigen und dann ist genau das, was wir eigentlich nicht wollen. Dann werden die Gebäude gekauft von den Investoren, werden dann entweder abgerissen, neu gebaut oder sie werden luxussaniert und dann ist auch vorbei mit der günstigen Miete. Deswegen sind wir Freie Wähler für die gänzliche Abschaffung der Erbschaftssteuer, weil Österreich hat es abgeschafft, Norwegen, Slowakei und sogar Schweden hat es abgeschafft, das ja eigentlich sehr oft ein Vorzeigebeispiel ist für Soziale. Ich finde, das war ein perfektes Schlusswort, Herr Friedel. Ich danke Ihnen für Ihre Ansätze, Ihre Ideen, wünsche Ihnen ganz viel Erfolg. Danke. Und Ihnen herzlichen Dank fürs Zuschauen.